Hallo Leute und hey, willkommen zu Tag 6 der 14-tägigen Abnehm-Challenge. Man sieht es mir wahrscheinlich ziemlich an, dass ich noch ein bisschen Schlaf in den Augen habe bzw. verknittert bin, denn ich bin noch nicht lange wach, habe aber nicht viel Zeit hier rumzuwuseln, muss nämlich sofort das Video aufnehmen, denn ich muss gleich zur Arbeit. Ich habe diese Woche Spätschicht, zum Glück nur 3 Tage, danach habe ich ein langes, schönes Wochenende. Für euch hoffe ich, ist das auch so. Und ja, deswegen nehme ich jetzt ziemlich flott das Video auf. Das wird auch ein relativ kurzes für die Verhältnisse dieser Challenge. Und möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz was von vornherein sagen. Und zwar, wenn man jeden Tag so ein Video hochlädt, wo man einfach nur über seine Mahlzeiten spricht, dann kann das ziemlich gleichförmig und eventuell auch langweilig werden. Also das hat keiner von euch mir gesagt, das beobachte ich selber auch schon so. Und deshalb habe ich mir gedacht, hey, okay, die 3 Tage mit der Arbeit habe ich eh nicht so viel Zeit, ziehen wir es noch weiter durch, denn die Videos werden verhältnismäßig doch gerne geguckt, wie ich das an den Zahlen so sehe, und darüber freue ich mich auch sehr. Aber ich denke mal, für die freien Tage ab Donnerstag werden wir ein bisschen Pep hier reinbringen. Das heißt, ich habe mir vielleicht noch mal ein paar Themen ausgedacht, über die man sprechen kann oder die ich euch zeigen kann, oder ich nehme euch mal irgendwohin mit. Nur, dass ihr das jetzt schon mal wisst, dass wir ein bisschen weitergehen werden beziehungsweise ein bisschen mehr machen werden. Damit diese 14-tägige Challenge bis zum Ende einfach auch spannend bleibt. So, das war aber auch alles dazu. Kommen wir zum Sonntag. Ich nehme das Video jetzt gerade schon erst am Montag auf. Das heißt, ich fahre gleich zur Arbeit, lade das Video hoch und dann könnt ihr das schauen. Es geht um den Sonntag. Und der Sonntag war bei mir ziemlich fruchtig bzw. gemüserig. Also, ich habe am Morgen nur eine Banane und 2 Pfirsiche gegessen. Ich werde heute auch keine Einblendung, ich habe leider keine Zeit dafür, keine Einblendung machen. Werde vielleicht nur die Kalorien etwa ganz grob überschlagen hier anzeigen. Wie gesagt, die Zeit drängt einfach heute zu sehr bei mir. Also die die 2 Pfirsiche und eine Banane habe ich zum Frühstück gegessen. Ja, aus dem Grund, weil es mir am Tag vorher mit den Birnen und der Banane ganz gut gefallen hat, habe ich das gegessen, und etwa eine Stunde später habe ich nochmal diesen Skyr-Joghurt gegessen. Die schmecken ganz gut und haben ziemlich wenig Kalorien. Kann ich nur empfehlen, wenn man dann gerade auch sowas macht. Ja, das war mein Frühstück plus Snack sozusagen. Am Mittag habe ich dann, das waren Hähnchenbrustfilet, habe ich mir im Grill gemacht, 2 Stück. 2 Hähnchenbrustfilet mit einem Salat. Also praktisch auch, das haben wir vor ein paar Tagen schon mal gehabt. So in etwa habe ich mir das auch wieder gemacht. War ein ordentliches und ein vernünftiges Essen. Hat gut geschmeckt. So, und zum Abend habe ich dann noch, was habe ich zum Abend? Achso, habe ich noch 2 Eiweißbrote gegessen. Boah, jetzt kommt die Sonne aber raus, so. 2 Eiweißbrote gegessen. Eigentlich habe ich mit dem Gedanken gespielt, abends nichts mehr zu essen. Praktisch dann den Abend schon so abzuschließen, aber dann dachte ich, hey, das ist wieder nicht so viel gegessen, und gerade entwickelt sich da sowas, was man Hunger nennen könnte, und deshalb habe ich mir gedacht, komm, ich esse noch ein bisschen Eiweißbrot, ist auf jeden Fall noch mit drin, und dann ist gut. Sport war auch wieder mit dabei, und ja, das war's auch schon. Im Grunde, wie gesagt, war das ein kurz und knackiger Tag. Ihr seht, die Sonne knallt ganz schön heute und ich muss jetzt arbeiten. Naja, so ist das eben. Leute, ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und ciao.